Hi zusammen, das hier ist Micho, frisch frisiert, sieht gut aus, ja, stimmt? Ich sehe nichts, weil ich habe meine Brille nicht an. Das macht nichts, aber ich sehe das. Und wir haben für euch heute was ganz Wichtiges. Bleibt dran! Das ist jetzt aber kein Freitagsvideo, ja? Nein, für Freitagsvideo muss es sozusagen wirklich alle betreffen. Und das, was wir jetzt zu sagen haben, betrifft im Wesentlichen die, die schon etwas von uns nutzen, weil jetzt ist Teil 3 da. Ja, wir haben noch gar nicht gesagt, von was Teil 3. Ja? Nein. Kaplun Kreativakademie, wir haben Modul 1 produziert, wir haben Modul 2 produziert und jetzt haben wir Modul 3 produziert. Also diejenigen, die Modul 1 und Modul 2 schon haben, können jetzt Modul 3 herunterladen. Mhm. Ja, es betrifft jetzt die Leute, die das gesamte Paket bekommen haben. Diejenigen, die nur Modul 1 oder Modul 2 gekauft haben, quasi ohne Abo auf alle 6 Versionen, also es werden insgesamt 6 Pakete sein, also das könnt ihr natürlich nachkaufen, aber das Wichtige ist, warum ging es in Modul 1 und 2? Ja, also, ich habe es nicht vergessen, ich wollte nur überprüfen, aber, ob du das noch weißt. Gut, ich meine, das ist jetzt für all diejenigen, die sich spätestens jetzt im Video fragen, warum sie jetzt 2 Minuten ihrer Lebenszeit verschenkt haben, ja? Ja, weil sie bisher nichts davon nutzen. Wir haben uns im Kreativstudio dem Thema Kreativität angenommen, weil ohne Kreativität haben wir Schwierigkeiten, überhaupt irgendetwas zu machen oder es wird ziemlich belanglos. Also haben wir die Kaplun Kreativakademie ins Leben gerufen. Das ist ein Online-Training, bestehend aus 6 Modulen. Modul 1 geht auf die Grundlagen ein. Was ist überhaupt Kreativität? Warum Kreativität? Was sind Einflussfaktoren, die dazu führen, dass wir kreativ arbeiten können und überhaupt auf Ideen kommen? Und Modul 1 waren dann auch ein paar praktische Übungen dabei. Wir sind rausgegangen, haben gezeigt, was wir tun. Es gab Bildmaterial, Bildretusche, man kann es nachmachen. Modul 2, da ging es darum, wir arbeiten jetzt nicht in einer Agentur oder in einer großen Firma, sondern man geht raus, ohne Plan, ohne große Vorbereitung, geht raus in die Stadt, Natur etc. und fängt an zu fotografieren und möchte dabei spontan Ideen generieren. Darum ging es bei Modul 2. Wir haben Kreativitätstechniken gezeigt, also eine Art Checkliste, die Verfahren gezeigt und das konnte man quasi vor Ort ohne große Vorbereitung anwenden, um ein paar neue Sachen auszuprobieren. Kreativitätstechniken. Modul 3, was jetzt da ist, da ging es dann um Kreativitätsmethoden. Das ist dann, wenn man sich vorbereiten muss oder will. Wenn ich jetzt kommerziell arbeite, dann kann ich jetzt nicht sagen, ach ja, gib mir mal 100.000 Euro und lasst euch überraschen, was kommt. Nee. Da gibt es einen Arbeitsauftrag, man überlegt sich genau, was passieren soll, wie die Bilder aussehen sollen, arbeitet kreativ, legt das dann vor, es wird freigegeben und dann erst, dann geht man fotografieren. Und diese Situation, die beschreiben wir in Modul 3, machen dann praktische Übungen rund um Kreativitätsmethoden und probieren es am eigenen Leib natürlich auch aus. Achtung, Modul 3 ist jetzt ein kleines bisschen intellektueller. Das, was da entsteht, hat einen etwas intellektuelleren Anspruch, auch wenn die Bilder vielleicht lustig werden, aber es soll etwas passieren, es soll etwas bewirken, es gibt einen Call to Action. Deswegen gibt es bei Modul 3 auch so eine kleine Online Publikation, wo wir zeigen, was so im Hinterkopf war, als die Bilder dann fertig waren. Link ist unten eingeblendet. Das ist gesagt nur ein kleiner Auszug aus Modul 3, dass ihr seht, was das Ergebnis war. Und im Modul 3 haben wir natürlich auch unsere Erfahrungen einfließen lassen. Also Micho hat früher in einem großen Konzern gearbeitet, hat auch mit Kundenaufträgen zu tun gehabt, also quasi vorbereitet. Ja, und dann musste das Ganze visualisiert werden, es musste präsentiert werden. Und es muss dem Kunden gefallen. Gut, es geht jetzt nicht darum, dass wir euch darauf vorbereiten, dass ihr Kundenaufträge macht. Also das ist jetzt alles ein bisschen spielerisch aufgezogen. Ihr sucht euch ein Thema aus, macht quasi so ein Mindmap, also bereitet euch vor, das ist schreibt eine Story, genau. Und dann geht er fotografieren und diese Fotos sollen genau diese Story erzählen, was er euch selbst als Aufgabe gestellt hat. Ja? Mhm. Ich habe früher auch in Werbeagenturen gearbeitet und ich weiß, wie das Ganze funktioniert. Es war immer so, dass die Kunden
haben ihre bestimmten Vorstellungen. Ja? Und die Kunden sagen, okay, ich möchte das so, so und so haben und nicht anders. Und dann Art Director und Grafiker, wir arbeiten in einem Team und müssen das Ganze umsetzen. Für euch ist das jetzt natürlich nicht so streng. Ihr habt keinen bösen Kunden im Hintergrund, der den Auftrag dann genehmigen muss oder das alles abnehmen muss. Also ihr habt die Aufgabe für euch selbst. Und ich finde das eine super interessante Geschichte. Das ist normal. Also wenn ihr mehr machen wollt als, ach, ich gehe jetzt mal um die Ecke und fotografiere die Burg. Gut, da kann man auch kreativ arbeiten, aber irgendwann kommt so der Hunger oder der Anspruch an einen selbst, ich möchte eine Fotoserie machen oder ich möchte ein bestimmtes Bild mit einer ganz bestimmten Aussage haben. Oder es gibt so ein Thema, was mich tierisch aufregt, mich beschäftigt und ich würde ganz gerne dieses Thema mit meiner Meinung, mit meiner Botschaft, meiner Aussage gerne visualisieren und auch anderen damit auch zeigen, was ich empfinde, was ich fühle, was ich aussagen möchte. Und insofern, ihr gebt euch den Auftrag selbst, ihr definiert euer eigenes Projekt und dann geht's los. Das ist Modul 3. Und überhaupt nochmal zum Thema Gablon Kreativakademie. Warum haben wir das ins Leben gerufen? Wir haben schon sehr viele Workshops gemacht, online oder Real-Workshops. Wir haben wieder viele Videotrainings produziert, wir haben viele YouTube-Videos gemacht und viele Fragen kommen immer wieder. Wie kommt ihr auf die Ideen, dass eure Bilder so interessant sind, dass eure Bilder, ja, irgendwas transportieren, was einen nicht nur eine Sekunde quasi bei Social Media stehen lässt, sondern dass ihr das Bild anguckt, dass ihr euch mit dem Bild auseinandersetzt und dass ihr Kommentare schreibt und überhaupt mit uns interagiert. Ja? Es ist natürlich ganz wichtig, dass ihr nicht nur die teuerste Kamera, teuerste Objektiv kauft, ganze Equipment, ja, im Wert von mehreren tausend Euro, sondern dass ihr damit auch kreativ umgehen könnt. Und deshalb haben wir jetzt diese drei Module erstmal produziert und bis Ende des Jahres kommen auch noch drei Module dazu. Also insgesamt werden es 6 Module sein. Man kann die Module einzeln erwerben, also die ganzen Links sind unter dem Video, oder als Komplettpaket. Also das heißt, wenn er ein Komplettpaket kauft, dann bekommt er erstmal diese drei Module, die wir schon haben, und dann werden sie produziert, die nächsten Module, die nächsten drei. Und die werden ohne Aufforderung quasi in eure Einkaufsprofil hinterlegt oder als Streaming, als Download. Also wir haben das nicht nur als Download, sondern auch als Streaming. Und deshalb ist das jetzt quasi für euch eine Kreativschule. Wie ihr mit eurem Equipment, was ihr euch quasi vom Munde abgespart hat, gute Sachen produziert, gute Bilder macht, Ideen entwickelt und kreativ auffällig werdet, ja, also nicht negativ auffällig. Training fürs Hirn. Ja, genau, das ist ganz wichtig, weil viele sagen, ja, ich habe neue Kamera gekauft, aber die Fotos sind genauso wie früher. Was habe ich falsch gemacht? Genau das. Also ihr müsst kreativ arbeiten, ihr müsst Ideen entwickeln, ihr müsst eigene Bildsprache entwickeln, Bilder gut bearbeiten. Erst dann kommt die Anerkennung, erst dann werden alle eure Bilder sehen und ihr werdet mit euren Bildern natürlich auch zufriedener sein. Habe ich das gut gesagt? Wunderbar. Das war jetzt mein Part, das Wort zum Sagen. Ja, ja, genau. Das machst meistens du. Ja, ja, genau. Aber ich kann noch fragen, wie viele Minuten haben wir denn im Modul 3? Es sind 2 Stunden. In Summe sind wir bis jetzt mit den ersten 3 Modulen bei, ich glaube, über 8 Stunden. Und das ist jetzt erst die Halbzeit. Ja, ja, das ist schon ziemlich viel. Und das ist jetzt keine trockene Geschichte. Mhm. Also es gibt natürlich Theorie. Es gibt Folien, wo wir das Ganze erklären. Es gibt praktische Beispiele, praktische Übungen, wo wir zum Beispiel im Studio fotografieren oder rausgehen. Also da gibt es alles natürlich als Video und es gibt natürlich auch die Bildbearbeitungsteile. Also im Prinzip ein Komplettpaket. Ja? Genug Werbung? Ja. Oder nicht? Ja, wobei, wie gesagt, Auslöser für das Video ist eigentlich, es ist immer schwer, alle zu erreichen, die bereits gekauft haben. Mhm. Manche haben den Newsletter abbestellt, manche lesen es nicht, etc. Und dann bekommt man Fragen. Tralala, oder ja, gestern wieder eine Meldung bekommen, ja, wann wurde es denn freigeschaltet? Na, vorgestern, so nach dem Motto. Und insofern, jetzt haben wir uns gedacht, ein kurzes YouTube-Video. Aber das Thema ist wichtig und für diejenigen, die schon zugeschlagen haben, jetzt da für alle anderen, egal, ob ihr das sozusagen ins Auge fasst oder was anderes, das Thema ist für alle relevant. Ja, absolut. Ja. Gut, also jetzt verzichten wir auf Werbung, weil dieses Video war im Prinzip die böse Werbung. Ein Appell, sich um das Thema zu kümmern. Kreativakademie, genau.
Dann haut rein, seid kreativ, macht schöne Bilder, erreicht mit euren Bildern andere Leute und vergesst nicht, Oma zu grüßen. Dann bis zum Freitag. Ciao.